Hey Pete, ich arbeite an einer College-Bewerbung und soll etwas über mich erzählen. Sollst dich wohl eher verkaufen. Echt übel. Hast du einen Tipp für mich? Tja, etwa so. Hi, ich bin Peter Parker, bin 25 Jahre alt, habe einen Bachelor in Biophysik und bin in die tollste Frau aller Zeiten verliebt. Wie bescheiden. Wer ist die beste Journalistin in dieser Stadt? MJ, ist doch klar. Ich versuche einer anderen großartigen Frau nachzueifern, meiner Tante May. Wieder sehr bescheiden. Mann. Und vor kurzem wurde ich von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte erhalten. Das kann ich doch nicht schreiben. Hey, ich taste mich langsam aber sicher ran. Ich habe meine Kräfte genutzt, um der Stadt zu helfen und Leute zu stoppen, die ihr schaden wollten. Wie mein Mentor, Dr. Otto Octavius. Sein Labor wurde von seinem alten Kollegen Norman Osborn geschlossen. Otto rächte sich und setzte eine Biowaffe frei. Zum Schluss konnte ich Otto stoppen. Aber es hatte seinen Preis. Das war ziemlich gut. Aber ich bin kein Peter Parker. Ja, genau. Du bist Miles Morales. Du bist 17 Jahre alt und gehst auf die Brooklyn Visions Academy. Was noch? Ich schätze, ich helfe meiner Mutter hin und wieder bei ihrer Arbeit in Harlem. Sie ist Stadträtin Rio Morales. Und ich mag ein Mädchen. Sie ist spektakulär und inspirierend und, wie ich finde, eine der besten Künstlerinnen der Stadt. Und ich wurde auch von einer radioaktiven Spinne gebissen und habe Superkräfte. Ich habe vom Original gelernt, ein Spider-Man zu sein. Aber von meinem Vater habe ich gelernt, ein Held zu sein. Er starb durch Martin Lees Bombe. Im Rathaus. Das Gute, das ich jeden Tag tun will, habe ich von meinem Vater. Aber es war hart. Auch mit Superkräften kann man manchmal einen lieben Menschen nicht retten. Wie sehr man es auch versucht. Ein Held ist jemand, der nie aufgibt. Und das habe ich nicht vor. Ich weiß nicht. Ich kann nichts über mich sagen, ohne Spider-Man zu erwähnen. Sicher kannst du das. Du musst nur... warum fängst du keinen neuen Entwurf an? Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Wissen Sie,
wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einfällt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Marco, warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir zocken heute in Spider-Man 2 rein. Ich werde mich am Anfang ein bisschen zurückhalten, weil hier sehr viel geschnattert wird. Wir sind ruckzuck zurück. Gut, ich habe noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Okay, man erkennt es vielleicht schon ein bisschen. Wir werden angegriffen von Sandman, beziehungsweise die Stadt wird angegriffen von Sandman. Hey Jungs. Und da kümmern wir uns jetzt erstmal drum. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann, hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Pass auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast die doch dabei, oder? Kein Kommentar. Ja, vielleicht erstmal kurz zum Anfang. Spider-Man 1 habe ich durchgespielt, privat. Und Spider-Man Miles Morales, den Ableger, habe ich angezockt auf dem Kanal. Also das Video müsste auch irgendwie von vor 2 Jahren oder so vorhanden sein. Und hier haben wir natürlich beide Charaktere, Peter Parker und Miles Morales, hatten wir vorher auch schon. Bloß hier ist noch mehr Fokus drauf und als Gegner wird ja, oder wurde im Trailer, sowie auch im Intro schon ein gewisser Venom angekündigt. Also, da bin ich wirklich gespannt, weil das sah schon alles sehr nice aus und was ich hier so sehe, macht auch Bock. Sieht auch ganz cool aus. Da kann ich vielleicht an dieser Stelle nochmal ganz kurz erwähnen. Ich habe eben das Intro, also das hier alles so ein bisschen schon aufgenommen. Da hat er mich aber, also beziehungsweise die Aufnahme hat mich rausgeschossen. Das hier kenne ich alles gerade schon. Etwa immer noch sauer, Marco? Wie wär's mit Yoga? Aber ist ja kein Problem, dann nehmen wir eben die paar Minütchen nochmal als Wiederholung auf, beziehungsweise schauen natürlich, wie es weitergeht nach diesem Kampf. Ich habe nämlich nur den Kampf gesehen. So, erstmal weglaufen vor ihm. Es geht richtig rund hier, finde ich. Es sieht auch so cool aus von den Übergängen. Du weißt ja teilweise gar nicht, was Cutscene ist und was Gameplay. Weil man so drinne ist. Eine Lieferung für dich!
Einfach mal random rauswerfen. Ohne noch irgendwas zu sagen. Er ist zwar da, aber... woher soll er denn wissen, was er machen soll? Da, hier auch noch ein bisschen... ein paar Fights zum Warmwerden. Weg mit euch. Keine Zeit für euch. Zack. Also ich müsste Spider-Man, so, das dürfte ein Jahr her sein oder so, als ich es komplett durchgespielt habe. Ich hatte es damals schon mal angefangen, als es rausgekommen ist. Da habe ich aber irgendwie bloß ein Viertel oder ein Drittel oder so gespielt. Da kann man auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie mein Stand so zu diesen Spider-Man, also generell zu Spider-Man ist. Nicht nur zu den Spielen, sondern auch zu den Filmen und so. So, natürlich haben wir noch ein paar... ja, wie sagt man, ein paar Accessoires dabei. Ein paar Gadgets. Ja, das ist natürlich auch sehr sträflich, ne? Du kannst natürlich als Lehrer nicht unbedingt deine Schüler da mal eben so verlassen, während hier die Welt untergeht. Also, während wahrscheinlich auch die Schule da in Nöten ist. Das ist, ja, eine Problematik. Weil eigentlich bist du in erster Linie als Lehrer würde ich mal behaupten, für die Schüler zuständig. Kann ja keiner wissen, dass du Spider-Man bist und gerade die Welt rettest. Oder sagen wir erstmal nur New York. Aber das reicht ja schon. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Zeit für eine Dusche. Okay, das könnte auch ein Albtraum sein. Hier ungefähr, so habe ich gezockt. Ein bisschen weiter noch. Oh, warte. Jetzt. Warte, das Ding können wir ihm doch um die Ohren hauen, ne? Zack. Bam. Donner Blitz Pikachu. King Kong darf nicht abhauen. Ab hinterher da. Ja, lass mal das Wasser laufen. In der Zeit beschießen wir ihn hier einfach etwas. Er ist betäubt. Jetzt schlag zu. Das macht schon Bock. Muss ich sagen. Die haben hier ein paar ganz coole Ideen mit drin. Dass du ihn eben so mit Elektroschocks beschießt. Ich weiß gar nicht, wann hat Miles Morales diese Fähigkeit eigentlich bekommen. War das in seinem eigenen Game? In diesem Miles Morales Game? Wie gesagt, das habe ich nur angespielt, das habe ich gar nicht durchgespielt. Wollte ich auch immer noch mal machen, wollte ich eigentlich vor diesem Game hier machen, aber da kam so viel anderes Zeug dazwischen. Oh, das sieht natürlich auch krass aus hier mit seinen, mit diesen Kristallen, ne? Ein Arm haben. Oh shit. Vergesst immer, dass ich Kreis drücken muss. Warte. Ich checke das Netz. Pass auf, Alter. Sie auch, Mr. Parker. Mach ich. Moment, was? Wir müssen nochmal angreifen und ausweichen und schießen. Außerdem waren wir vorhin echt auffällig. Und drauf. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Hau ihn um. Shit, er pustet einen immer so dumm weg. Ausweichen. Wir schießen. Achso, hier. Komm. Nimm es. Direkt. Doppelangriff. Einmal das Ding in die Fresse hauen. Und dann kriegt er die hier noch ab. Zack, schönes Ding. Ausweichen. Achso, hier. Kannst du das noch haben? Oh. Alter, ich weiß gar nicht, was wir hier. Jetzt. Okay. Pikachu Donner.
Double-Team-Attack. Ja, es sieht cool aus mit diesen Kristallen, die da so rauskommen. Wir reden hier von 40.000 Litern. Okay, danke, Genki. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Ausweichen. Oh. Ich bin mal wieder ein bisschen spät dran, ne? Ausweichen. Aber das ist ja bei Spider-Man immer so üblich. Der ist ja immer spät dran, ne? Alter! Wie kommt's? Ey! Ja, normalerweise wirkt das alles wie so ein Endboss-Fight, ne? Und wir sind hier im Intro und müssen uns schon so durchmatchen gegen ihn. Ich wollte nur ein normales Leben, wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Ah, los, komm, hau sie alle weg. Oh. Das Gerät aus der Kontrolle. Ey, es wirkt manchmal so, also zumindest teilweise, als wenn Miles Morales gerade durch diese Elektrofähigkeit stärker ist als Peter. Wirkt schon ganz nice. Oh. Ja, das Tutorial ist immer so ein bisschen tricky, weil es einen teilweise so ein bisschen auch rausreißt, indem er dir dann erstmal so erklärt, okay, stopp, wir müssen jetzt hier erstmal das durchlesen, beziehungsweise die und die Fähigkeit machen. Oh. Jo. Das zum Beispiel auch wieder erstmal wieder durchlesen. Baue Fokus auf, indem du Gegner angreifst und ihnen ausweist. Nutze einen vollen Fokus bei... Ja gut. Yeah, ich wollte mich eben schon heilen. Da hat das nicht ganz geklappt. Ich wollte nur ein normales Leben. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät. Oh Mann! Warte. Okay, los. Ah, warte. Die kennt man ja auch noch, diese Finisher. Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Erstmal ein bisschen Platz schaffen. Ich bin hier zeitgleich wieder von allen angegriffen wird. Meine Güte. Können wir nicht mal eine Sekunde ein bisschen ruhig angehen? Nein, können wir nicht. Spider-Man steht einfach ein bisschen für Hektik, Panik. Du bist die coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Wie Ma schon sagte, New York braucht uns. Wir haben ein paar ganz nette Ideen hier mit drin, muss ich sagen. Mit dem Wasser, was wir da so ablassen können, damit wir hier... ...ein paar Sandmänner schon von Anfang an los sind. Aber ey, jetzt mal unter uns, ne? Das ist für den Anfang schon mal alles ganz schön überladen. Ich meine, es macht Fun, es ist schon cool, aber du hast ja im Augenblick nicht eine ruhige Sekunde. Oh. Ah, kurz rüberziehen. Die Finisher sehen auch nice aus. Also generell sieht das Spiel echt cool aus. Bam, weg mit euch. Okay. Reicht das nicht langsam an Gegner, was wir hier so alles haben? Das ist schon echt ganz schön crazy. Weg mit euch, bam! Ja, da werde ich schon wieder beschossen von irgendeinem. Da. Wie er aussieht. Ja, wollte ich gerade sagen, er will uns fressen. Geben wir ihm lieber was zu trinken. Haben wir es geschafft?
den neuen Spielzeugen. Der letzte Patch für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Okay, das ist nice. Aber wie gesagt, ey, das ganze Intro ist so überladen. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Oh, okay, wir müssen das gedrückt halten, beziehungsweise uns ein bisschen orientieren, wo wir hier hinfliegen. Wo? Ja, wir fliegen. Worauf habe ich mich eingelassen? Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Den werden wir da jetzt platt machen, den Typen. Oder was? Irgendwann muss das Intro doch hier auch mal passé sein, oder? Also, dass wir direkt am Anfang so einen krassen Gegner kriegen, beziehungsweise, dass dieser Kampf dann auch so lange dauert. Oh, 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 oh. Man weiß gar nicht, was man zuerst drücken soll. Mache ich den Suit wieder auf oder jetzt zur Seite? Netzschwinger, ausweichen. Vor allen Dingen, wohin will man ausweichen? Hier kommt ja von überall was angeflogen. So, hau ihn um. Hat so ein bisschen an den Film erinnert, ne? Diesen letzten No Way Out, oder wie hieß der? No Way Home? No Way Home, ne? Da springt doch ein Spider-Man auch so auf den Sandman dazu. Irgendeine Idee? Wen haben wir denn jetzt noch dabei? Achso. Die Klasse ist wieder vereint. Double Team Attack. Come on. Bam. Genau wie bei den Minis. Eins plus. Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn. Jetzt smashen wir uns hier noch schön zu zweit durch. Es macht ja Bock. Also, es hat damals schon bei Batman Arkham Asylum Bock gemacht, sich durchzukloppen. Und jetzt hast du hier auch noch eine überragende Grafik. Warte, richtig ran an den Speck hier. So, die Frage ist, muss ich jetzt hier nur die bekämpfen oder muss ich auch gleichzeitig auf den großen Sandman drauf? Okay, seine Klingen sind hier auch nice, seine. Warte, wieder ausweichen. Yeah. Weil wir diese Stadt beschützen wollen. So, komm doch mal her, bleib doch mal hier, damit wir hier mal in diesen Nahkampf wieder reingehen können, damit du jetzt hier endlich mal down bist. Jetzt hat Miles uns schon zweimal den Arsch gerettet, oder? Warte mal. Ich muss erst mal gucken, welche Tasten ich dieses Mal kombinieren soll. Ey, jetzt komm, jetzt muss er auch down sein. Was willst du sonst noch machen? Überleg mal, nach jedem Fight sieht New York erstmal so aus, total mit Sand bedeckt oder total in Schutt und Asche gelegt. Ich hab Sand. Überall. Kannst du erstmal wieder schön aufräumen. Wie willst du das jemals wieder wegkriegen? Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen.
Er deutet schon irgendwas an, ne? Natürlich wissen wir noch nicht, worum es geht. Man kann sich jetzt natürlich auch so ein bisschen denken. Ist das diese Venom-Nummer? Und den Trailer hier gab es auch, oder beziehungsweise... Ich weiß gar nicht mehr, ob das 1:1 jetzt ist, aber so ein bisschen was wurde da schon mal geteased. Ich glaube, das ist das Ding sogar. Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemacht. Erbärmlich. Wer hier wohl langsam ist. Ihr habt mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfach das Feuer. Die große Jagd beginnt. Spider-Man 2. Marvel. Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, krasses Intro. Ach, muss ich was drücken? Ja, ich glaube, ich musste was drücken. Du wirst Hilfe brauchen. Oh ja. Also, wenn das Intro mit Sandman schon so krass ist, Kraven sich jetzt, ich glaube, Kraven heißt er, ne? Deutet sich hier an. Da kommt auch bald ein Film raus. Den Trailer gibt's, glaube ich, schon. Offline, okay. Kein Netz, wie immer. Pete, siehst du das? Eine Sekunde, Mike. Geschafft. Du bist sicher. Ja, hier auch. Hey, Genki? Ich weiß. Die ganze Telekommunikation liegt lahm. Was passiert mit eingehenden Meldungen? Die kommen in die Warteschlange, aber... Warte. Ich probier mal was. Mach schnell. Es sieht wiederum ganz witzig aus mit dem Sand da so in den Straßen. Direkt vor dem App-Ausfall gab es einen Hilferuf an der Ecke Liberty und Broadway. Bin unterwegs. So ein Chaos. Marco, was ist in dich gefahren? Ja, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Zeit, um ein wenig... über das Game zu philosophieren, oder sind wir direkt in der nächsten Cutscene? Also, wie gesagt, am Anfang wird Venom angedeutet. Das kannte man schon aus den Trailern, genauso wie Kraven. Kraven bekommt, sofern ich das mitgekriegt habe, Film. Also, ich weiß auch nicht, der lässt zurzeit auch wieder ein bisschen auf sich warten, ne? Ich bin noch hier. Die Wache da vorne rief uns an, doch die Verbindung ist abgerissen. Wir müssen durch und reagieren. Ich werde das Ganze jetzt hier alles mal ein bisschen überquasseln, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zum Reden. Die reden hier alle viel zu viel. Man kennt es ja auch ein bisschen von Spider-Man, der ist auch immer sehr wortgewandt. Und deshalb überschnattern wir das hier alles. Also bis jetzt muss ich sagen, gefällt mir das Game ganz gut. Es gliedert sich an Spider-Man 1 an, beziehungsweise an Miles Morales dann wahrscheinlich. Miles Morales habe ich nur als angezockt auf dem Kanal gebracht und
privat auch noch ein bisschen länger gespielt, aber nie wirklich durchgespielt. Das Game hier macht direkt wieder Bock, also ich weiß noch nicht genau, wie ich vorgehen werde. In letzter Zeit sind ja auch echt viele Games rausgekommen. Was ist das für ein Zeug? Ein neues Startup führt hier eine Umweltstudie durch. Der Starter ist für Wettersensoren in großer Höhe. Und dieses Startup ist einverstanden? Klar, hab den Boss gefragt. Super netter Typ, der Spider-Man liebend gerne helfen. Muss ich ihn jetzt erst wieder ausquasseln lassen? Manchmal kannst du erst was machen, wenn... Ja, genau. Okay. Du musst das hier nämlich immer genau exakt so machen, wie die es haben wollen. Und immer schön warten, bis die fertig gequasselt haben und so. Beziehungsweise genau die Tasten drücken, mach mal den Move so und so. War im ersten Teil aber auch schon so, dass du genauso nach Handbuch sozusagen vorgehen solltest. Ja. Und am Anfang mit Venom, da war doch die, also das war doch, waren das, also das müssten beide von Osborn gewesen sein, ne? Und die sind ja eigentlich eher bekannt für den, also für die Goblins, ne? Green Goblin und, weiß ich, Yellow Goblin oder so. Jede Menge störenden Datenverkehr. Und er hier scheint unser Typ im Stuhl zu sein, wie man es aus den neuesten Spider-Man-Filmen kennt. Da. Und, oh, jetzt muss, ja. Okay, er macht das halbwegs selbstständig. Also, irgendwie steuert sich das ein bisschen komisch. Das lokale Netzwerk müsste gehen. Ich benachrichtige die App-User. Die Meldungen müssen jede Minute eintrudeln. Was mich außerdem im Intro noch so ein bisschen irritiert hat, ist eben, dass Miles Morales das mitkriegt, dass draußen so ein Sandsturm ist. Und Peter Parker das nicht mitbekommt, obwohl er ja auch diese Spinnensinne hat. Also das hat für mich nicht so ganz connected. Und im ersten Teil fand ich auch die Szenen, die du mit MJ gespielt hast, das hat für mich auch nicht wirklich gut funktioniert. Also ich fand sie sehr anstrengend, muss ich sagen. Also hier kannst du die ganzen Fähigkeiten und sowas noch... Es gibt Einzelfähigkeiten und Teamfähigkeiten dann für die jeweiligen Charaktere, wenn ich das hier richtig sehe. Na, hier für Peter Parker, für Miles Morales und hier dann wahrscheinlich für beide. Na gut, ich werde jetzt hier erstmal irgendwelche Fähigkeiten so ein bisschen auftunen. Weil es ja sowieso erstmal egal ist, da es kein richtiges Let's Play ist, sondern erstmal nur ein angezockt. Ich werde den Part an dieser Stelle hier nachher auch so langsam beenden, denn ich will noch Mario aufnehmen. Das dürfte schon auf dem Kanal vorhanden sein, das Video, wenn alles gut gegangen ist. Mario soll nämlich zuerst kommen, danach Spider-Man und heute Abend würde alle, die es interessiert, auch Fußball-Orakel wieder EA Sports. Ja, jetzt. Schönes Ding. Ah, die Finisher sind auch geil. Und ausweichen. Schönes Ding. Ja, man kann hier richtig schöne Kampf-Kurios vornehmen. Das macht echt Bock. Vor allen Dingen, weil die Grafik halt auch so gut aussieht und weil du dann richtig schön nah an den Gegnern dran sein kannst, weil du hier ein paar i-Tüpfelchen hast mit dem Sand, so das sieht schon ganz nett aus. Wir können hier nochmal den Finisher setzen. Bam! Oh! Komm her. Dann spinnen wir ihn halt einfach mal locker voll. Jo! Na gut. Achso, hier, den machen wir nochmal eben weg. Nein! Okay, da ist er down. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle werde ich jetzt hier mal die kurze Pause ein wenig nutzen und dann, wie gesagt, nochmal darauf eingehen. Werbung für die letzten Spider-Man-Filme machen, die rausgekommen sind, beziehungsweise eigentlich alle Spider-Man-Filme. So die damals mit Tobey Maguire, die Spider-Man-Filme, die fand ich auch gut. So,
Ich fand die mit Andrew Garfield ganz cool, die The Amazing Spider-Man Filme. Und jetzt mit Tom Holland für das MCU ist das auch durchgehend eigentlich sehr nice gewesen. Und was dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen aufgesetzt hat, die Krone sozusagen noch aufgesetzt hat, sind diese gezeichneten, animierten Spider-Man-Filme, nämlich Into the Spider-Verse heißt der eine, glaube ich, ne? Und der andere war Across the Spider-Verse. Die sind auch richtig, richtig, also die sind wirklich sehr nice. Für alle, die Realverfilmung nicht so mögen oder damit nur so mittel klar gekommen sind, die Zeichentrickverfilmungen sind wirklich überragend. Also die haben mir beide sehr viel Spaß gemacht. Da soll ja noch ein dritter bald kommen. Morbius ist ja so ein Ableger von Spider-Man. Der war nur so mittel. Der ist irgendwie, glaube ich, letztes Jahr oder so rausgekommen. Der war, wie gesagt, nur so mittel. Kraven, den wir ja hier auch eben schon gesehen haben, der Film soll, glaube ich, nächstes Jahr irgendwie kommen oder Ende diesen Jahres. Ich habe es nicht mehr so ganz auf dem Schirm. Ja, ansonsten, ich glaube, das war erstmal alles zum Thema Spider-Man. Es gibt noch das Spider-Schwein im Simpsons-Film, aber der ist auch schon ein Weilchen her. Ja, dann habe ich erstmal alles dazu gesagt. Ich werde jetzt noch ein bisschen Mario aufnehmen. Das Video dürfte schon auf dem Kanal vorhanden sein. Schaut da doch auch gerne rein. Eure Gedanken wie immer gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin sag ich einfach mal ciao.